Natürlich braucht es eine Perspektive für Syrien. Und ja, die fünf ständigen Sicherheitsratsmitglieder haben eine besondere Verantwortung. Syrien sollte, wie es mal war, ein säkulärer Staat sein, wo die Menschen frei entscheiden können über ihre Zukunft. Das muss das Ziel werden, oder das muss das Ziel sein. Und das wird keinesfalls durch Bomben und Waffen erreicht. Ich will aber auch dazu sagen, Syrien sind nicht nur diese Anschläge. Zu Syrien gehört auch die aktuelle widerrechtliche Besetzung Nordsyriens, Afrins, durch die Türkei. Auch das ist völkerrechtswidrig, das ist inakzeptabel. Und dass sie jetzt das Säuberung durchführen, damit werden wir uns nicht abfinden. Natürlich ganz klar für uns, Chemiewaffeneinsatz ist inakzeptabel. Chemiewaffeneinsatz ist ein Verbrechen. Auch da ist es im Übrigen immer so, dass die Zivilbevölkerung betroffen ist. Und es gilt für jeden, aber eine Voraussetzung ist natürlich auch festzustellen, wer hat die Chemiewaffen eingesetzt. Nicht erst Bomben und dann Chemiewaffen. So geht es doch überhaupt nicht. Es muss klar sein, aufgeklärt, und die Verantwortlichen, die müssen dann auch zur Verantwortung gezogen werden. Das ist auch unsere Position. Da wird niemand verteidigt und das wird auch so bleiben, meine Damen und Herren. Aber diese krude Argumentation, die wir uns da eben im Bundestag anhören müssen, dass das alles völkerrechtlich gedeckt wäre, ist doch absurd. Da ist irgendeiner, der wie ein Cowboy in alten Zeiten meint, wie früher mit einem Colt geschossen werden, so kann er Raketen einsetzen. Das geht überhaupt nicht und das hat mit dem Völkerrecht überhaupt nichts zu tun. Und natürlich auch ein Wort zur Rolle Deutschlands. Ja, ich will das laut sagen. Ich finde es vernünftig, dass Angela Merkel gesagt hat, wir beteiligen uns nicht an diesen Bombardements. Aber ist denn das die Wahrheit? Es ist natürlich nicht die Wahrheit. Deutsche Truppen sind in Jordanien, sind in der Türkei und selbstverständlich werden auch Aufklärungsdaten genutzt. Das ist doch völlig klar. Deutschland ist in diesem Krieg beteiligt. Und deshalb ganz klar und eindeutig, unsere Forderung war, ist und bleibt, die deutschen Soldaten aus der Türkei und aus Jordanien abzuziehen. Und zwar umgehend. Nach Hause sollen sie kommen. Natürlich sind wir auch beteiligt durch die wahnsinnigen Waffenexporte, die Deutschland in diese Region stattfinden lässt. Das ist doch nicht normal, dass selbst im ersten Halbjahr, als hier eine Regierung provisorisch im Amt war, wurden Waffenexporte genehmigt in die Region, nach Saudi-Arabien. Das ist doch wirklich ein unfassbarer Vorgang. Deutschland sollte die Waffenexporte in diese Region eigentlich überall hin einstellen, meine Damen und Herren. Waffen schaffen keinen Frieden. Sie kommen auch immer in die falschen Hände. Deutschland sollte sich an einer politischen Lösung beteiligen. Und was Herr Maas dort als neuer Außenminister geleistet hat, das fand ich wirklich unfassbar. Es ist doch schlimm, dass eine CDU-Kanzlerin den SPD-Außenminister zurückholen muss. In welcher Tradition bewegt sich denn Heiko Maas? Der möge mal an Willy Brandt, selbst an Helmut Schmidt sich erinnern. Der hat gesagt, lieber 100 Stunden und wenn es denn sinnlos ist, aber 100 Stunden verhandeln ist besser als eine Minute schießen. Da hat der Mann recht gehabt und er sollte sich auf sozialdemokratische Tradition besinnen, der Außenminister. Ein bisschen unkollegial. Für uns als Linke ist ganz klar und wird klar bleiben. Wir sagen Nein zum Krieg, wir sagen Nein zu Waffenexporten, aber wir sagen Ja zum Völkerrecht und Ja zum Frieden, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank.